Sturmgewehrkugeln. 50% sogar. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir das Sturmgewehr herkriegen. Ich dachte, ich wüsste es, aber da, wo ich dachte, dass es ist, ist wohl nur ein bisschen Pistolenmunition. Und zwar in diesem Waffenschrank da, den ich euch diesmal nicht gezeigt habe, weil ich es vergessen habe, in der Antarktis. Aber es muss irgendwo anders sein. Und hier in diesem Raum machen wir gleich Bekanntschaft mit einem theoretisch neuen Gegnertyp. Praktisch kennen wir ihn allerdings schon aus früheren Spielen. Wiedersehen mit einem alten Bekannten, sobald ich das hier aufhebe. Die Türklinke. Auch ein alter Bekannter, aber nicht der, den ich meinte. Na, könnt ihr euch denken, wer es ist? Der Hunter ist wieder da. Boah. Das ist auch der Grund, warum ich den Granatwerfer ausgerüstet hatte. Das lief verhältnismäßig gut. Bei der ersten Aufnahme, ich weiß, ich beziehe mich immer wieder auf die erste Aufnahme, aber ich finde es schon relevant, das zu erwähnen. Da sind mir die Viecher nämlich den Granaten ausgewichen und haben mich einfach mal getroffen. Die haben mich zwar nicht getötet, aber die haben mich doch ganz schön zusammengeschlagen. Da lief das doch richtig gut. So, hier ist noch ein Gegenstand, den wir brauchen, den wir mitnehmen können jetzt. In diesem kleinen Labor, wir erinnern uns, Claire war auch schon hier, durfte aber dann nicht durch diese Tür. Ein Luxus, der Chris gewährt ist. Ich weiß nur nicht warum. Warum er da rein darf und Claire durfte es nicht. Auf jeden Fall liegt hier Munition rum. Und das nicht zu knapp. Kann man das lesen hier? Nein. Aber hier werden wir gleich einen wirklichen neuen Gegnertypen treffen, der eigentlich nur eine Variation ist, von der mir am Anfang gar nicht bewusst war, dass sie überhaupt existiert. Ich sag da gleich nochmal was zu, wenn wir diese Kreatur dann tatsächlich getroffen haben. So, und hier können wir den Chemielagerschlüssel benutzen. Der wird jetzt nicht mehr benötigt, den schmeißen wir weg, so wie sich das gehört. Denn Schlüssel, die einmal ein Schloss aufgeschlossen haben, die braucht man im Leben nie wieder und schmeißt die dann einfach weg. Ich weiß nicht, was hier nützlich ist. Ich würde ja einfach mal vermuten, das eine, was nicht vorgerendert ist. Aber das weiß ich schon. Eine Sache sieht anders aus als die anderen. Das ist jetzt der Ort, wo wir die Temperatur einstellen können. Wir erinnern uns, 128 Grad oder auch 8. Dezember. Ist ja der amerikanische Kalender, da kommt der Monat ja zuerst. So. Und dann gucken wir mal. Ich frage mich, welche Chemikalie es sein könnte, die sich jetzt verfärbt. Nein! Ich bin absolut schockiert. Ich habe jetzt gedacht, es ist das, was da ganz unten steht. So, und jetzt... Oh, da steht noch was... Da stehen ja noch Kräuter auf den Tischen. Die habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Und vor allem kann ich die wieder nicht mitnehmen. Dann kommen wir halt später nochmal wieder. Ich, wartet mal, ich nehme mal kurz einen Zettel. Und notiere mir das kurz. Ein Stift. So, hier, Stift. Ne? Laborkräuter. Das eine ist doch ein rotes Kraut da links, oder? Und das rechts müsste ein blaues sein. Ich kann das nur ansatzweise erkennen hier, weil es so dunkel ist. Jetzt kommt er. So, da ist er schon tot. Ich kann ihn ja mal zeigen. Ihr seht, das ist ein Hunter, aber das ist nicht einfach nur irgendein gewöhnlicher Hunter. Der hat so eine komische, rötlich-violette Färbung. Das ist nämlich eine Hunter-Variation, die den Namen Sweeper trägt. Als ich dieses Spiel das allererste Mal gespielt habe, war mir gar nicht bewusst, dass es hier zwei verschiedene Hunter-Gattungen gibt. Der Sweeper ist mehr oder weniger der gefährlichste Gegner im ganzen Spiel. Das ist nämlich ein Hunter, die ja sowieso schon sehr gefährlich sind.
Mit einer besonderen Eigenschaft, das ist nämlich ein giftiger Hunter. Die Attacken vom Sweeper können uns vergiften. Damit haben wir alle vier Gegnertypen in diesem Spiel zusammen, die uns vergiften können. Nämlich die Spinnen, diese dämlichen Antarktis-Motten, die Sweeper und der Nosferatu-Boss. Obwohl das Gift von Nosferatu noch was ganz Besonderes ist, weil das nämlich später noch plotrelevant wird. Zumindest wenn man sich hat vergiften lassen. Da kommen wir dann später nochmal zu. Jetzt sind wir hier erstmal durch. Und können wieder nach oben. Wir haben jetzt eine Türklinke. Ich schreibe mal Sweeper-Labor. Dann weiß ich, welches Labor ich meine. Es gibt ja mehrere. Das kann aber gut sein, dass ich das dann offscreen hole. Jetzt müssen wir erstmal wieder nach oben zurück. Wo die Türklinke fehlt, das wissen wir ja schon. Diese stinknormalen Granaten, die wir hier für den Granatwerfer benutzen, die sind für so ziemlich alles andere relativ nutzlos. Bei den Bossen später, also späteren Bossen halt, da bieten sich andere Waffen mehr an, vor allem die Magnum und dann Säuregranaten. Oder vielleicht auch die Feuergranaten. Diese ganz normalen Granaten, die haben so eine komische Flugbahn. Die fliegen ja nicht besonders weit und explodieren recht schnell. Die sind gar nicht so toll, die benutze ich immer ganz gerne für Hunter und Bandersnatches und sowas in der Art. Oh, da unten ist ein Zombie. Ich frage mich ja, ob hier in der Ecke noch irgendwas wäre. Also das können wir jetzt eh nicht überprüfen. Denn ich habe keinen Platz im Inventar mehr. Was allgemein ein bisschen doof ist eigentlich. Ich will nicht schon wieder einen Schnitt machen. Das ist doch doof. Das war nicht das Erdgeschoss. Also muss es der erste Stock gewesen, oder? Was? Das Erdgeschoss. Leute, wo ist denn die Tür? Die ganz oben, ne? Ich wette, das ist falsch. Wenn ich mich nämlich bei sowas entscheiden muss, dann entscheide ich mich eigentlich prinzipiell falsch. Oh, zumindest sind hier Zombies. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ah, die muss ich nicht unbedingt mit Granaten erledigen. Der steht schon mal nicht wieder auf. Ich höre noch einen Zombie. Da bist du ja. So, immer schön vorsichtig sein, bevor man einfach auf den Rücken schießt. Die könnten ja auch explodieren. Da ist keine mitgeholfen dann. Aber ich glaube, wir sind hier doch richtig, ne? Nachdem wir jetzt diese erste Roboter-Hunter-Begegnung hatten, spawnen übrigens... Wir sind hier falsch. Schiete. Spawnen übrigens in der gesamten Anlage diese kleinen dämlichen Roboter und patrouillieren da und man kann versuchen, sich an ihnen vorbeizuschleichen und wenn man von ihnen entdeckt wird, dann spawnen neue Hunter in den Raum. Das ist alles sehr nervig. Ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich hasse diese Dinger. Und ich glaube, hier in diesem Raum haben wir schon den ersten. Nicht? Haben wir nicht? Nee, im nächsten haben wir den. In diesem Raum, wo wir jetzt reingehen, da haben wir den ersten. Der ist noch relativ einfach auszuweichen, obwohl, nachdem ich das jetzt gesagt habe, verkacke ich das bestimmt. Da scannt er gerade. So, man muss halt an ihm vorbeirennen, während er gerade nicht scannt. Und zusehen, dass man nicht in diesen Radius da gerät. Und wie gesagt, der war noch relativ simpel. Da kommen noch nervigere. Und wenn man in diesen Radius reinkommt, spawnen ein bis zwei Hunter. Aber ich glaube nur einmal. Hier müssen wir hin. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Dinger nur einmal spawnen können. So, die Türklinke ist benutzt. Wo landen wir denn jetzt? Auf dem anderen Balkon. Okay. Munition. Hast du wohl gedacht, ich hätte dich nicht gesehen, was? Aber ich habe dich genau gesehen, die Munition, du. So, da ist kaputt, da geht's nicht weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung.
Und jetzt müssen wir wieder ganz woanders hin. Ach, nerv. Nerv. Ja, das ist, ich würde jetzt sagen, das ist typisch Resident Evil, aber vor allem ist es typisch Code Veronica. Dass wir jetzt wieder hier an dem Ding vorbei müssen. Das allerletzte Mal allerdings, weil hier ist ja nichts mehr, wo es noch weitergehen könnte. Das heißt, ich muss auf den Hunter eigentlich nicht mehr achten. Ich tue es aber trotzdem. Wow, das war knapp. Und dann wartet, glaube ich, gleich der nächste schon auf uns. Ein Stockwerk tiefer. Ich frage mich, ob wir in dieser Aufnahmesession noch an den Punkt kommen, wo ich damals aufgehört hatte. Ich hab wirklich viel gespielt gehabt. Ich hatte eigentlich vor, gleich für 2 Wochen aufzunehmen, weil ich auch gerade so gut in Fahrt war und dann war es alles für die Katz. Das ärgert mich. Das ärgert mich immer noch. Und ich bin noch nicht wieder an dem Punkt, an dem ich da war. Also ihr seht, wie viel ich da tatsächlich gespielt hatte und könnt dann wahrscheinlich verstehen, wie sehr mich das genervt hat. Vor allem, weil ich ja das gesamte Spiel dann nochmal wieder spielen musste bis zu dem Punkt, wo wir zusammen dann schon waren. Ich glaube, der ist rechts den Gang runter. Und der hat uns entdeckt. Hunter! Ist mir aber egal. Ist mir jetzt sowas von egal. Wir sind jetzt hier. So. Scheiß auf den Hunter. So, eingesetzt. Ihr habt gesehen, 3 Laserstrahlen versperren uns da den Zugriff auf irgendwas. Und unten waren so 3 Einbuchtungen in der Form der 3 Siegel, die Claire ja gesammelt hat, um den Flughafen zu öffnen. Und genau diese 3 Siegel müssen wir jetzt auch sammeln und hierher bringen. Die sind aber, glaube ich, immer noch an dem Ort, wo wir sie gelassen haben. Also im Flughafen. Wir brauchen halt nur 3 Inventarslots. Jetzt haben wir erstmal den Drehscheibenschlüssel erhalten. Den müssen wir jetzt da benutzen, wo wir, ich meine, das ist da, wo wir die Hunter das erste Mal getroffen haben jetzt. Ah, hier ist jetzt erstmal noch ein Dokument. Notiz über Geheimgang. Der unterirdische Gang zu dem Haus, in dem Alexia und ich leben, ist schwer beschädigt. Ich werde keinem dieser Dreckskerle gestatten, Alexia zu sehen, aber ich kann auch den Tunnel nicht weiter benutzen, den der Pöbel aus dem Dorf angelegt hat. Oh ja, ich werde diese Gefangenen eine Brücke bauen lassen. Es muss eine wunderbare Brücke werden, die Alexias Perfektion widerspiegelt. Natürlich muss ich alle Beteiligten nach der Fertigstellung der Brücke umbringen, damit niemand etwas von der Existenz unseres Anwesens weiß. Aber das geht schon in Ordnung. Ich habe kein Problem mit solchen Sachen. Sobald die Brücke fertig ist, werde ich den Ausgang vom Kanal zum Haus versperren. Der Eingang ist ohnehin durch den Diorama-Trick versteckt, sodass die Abgeschiedenheit unseres Anwesens garantiert ist. Alfred Ashford. Das ist ein richtig kleiner Sack, dieser Alfred. Der erinnert mich total an Stromberg. Ja, das ist so ein Stromberg in noch ein bisschen schlimmer. So, das letzte Mal, als ich hier das erledigt hatte und dann aus dem Gang wieder rausgekommen bin, war der Roboter despawned. Die Frage ist jetzt, ist der Hunter noch da oder despawnt der vielleicht auch? Deswegen habe ich jetzt zur Vorsicht mal den Granatwerfer in die Hand genommen, falls wir uns den Weg freischießen müssen. Natürlich ist er noch da. Kommt aber an uns nicht ran. Oh, ist aber... Gott sei Dank. Das war mindestens 1 Granate zu viel. Wo ist der überhaupt rausgekommen?
Da hat sich ja irgendwo hat sich irgendwas geöffnet. Ich weiß es nicht. So, Drehscheibe, wo waren das? Leute, wo waren das? Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt hin. Ach so, hier hinten durch das Labor wieder. Gehe ich jetzt überhaupt richtig? Ich befinde mich zurzeit im Erdgeschoss. Ach ja, na klar, ich muss in den Keller. Ah, na klar, ich muss in den Keller. Ach. Dieses volle Inventar nervt gerade ein bisschen. So, Problem gelöst. Denn ich meine, mich zu erinnern, dass wir jetzt einen zweiten Weg freischalten, quasi einen Umweg hier wieder in den Keller zurück und so. Das heißt, wir können die Schrotflinte jetzt mitnehmen. Und auch gleich schon mal ausrüsten, denn ich weiß, was als nächstes passiert. Wenn wir jetzt versuchen, diesen Raum hier komplett zu durchqueren, müsste theoretisch eine Sequenz starten. Deswegen sage ich schon mal, wir sehen uns auf der anderen Seite.